Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach am Samstag. Einen wunderschönen guten Morgen, grüße euch zusammen. Lieber Chat, einfach mal guten Morgen in den Chat schreiben bitte. Oder schönes Wochenende oder ich mag Kekse oder weiß ich nicht. Nutella-Brot immer ohne Butter. Irgendwie sowas. Ne? So, hier wird noch gewartet, ne? Hier wird noch gewartet. Hoch dir in der Wochenende, so ist nämlich richtig. So ist nämlich richtig und wichtig. Ich überlege gerade, ob wir noch was zu tun haben, ob mir noch irgendwas einfällt. Wir werden uns jetzt mal ganz fix ein... Ne, wir stampfen uns jetzt mal hier... Warte mal, wenn wir nur im Hof rumfahren, ne? Kann ich auch Dobby nehmen. Dobby, komm mal her. Dobby, wir fahren jetzt eine Runde. Du kannst erstmal, du kannst ein bisschen mehr fahren als wie 5 Meter. Hefezopf immer mit Rosinen. Das ist ein Banngrund, ne? Ich sag dir das, wie es ist. Es ist ein Banngrund. Wer Rosinen in den Gebäck macht, da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Wirklich, sag ich dir, wie es ist. Ganz schwierige Geschichte, sowas. Das sind doch genau die gleichen Leute, die Ananas auf die Pizza machen. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Kommt mir mit vielem klar, ne? Aber, nee. Nee. So, kann ich nicht. Gute, ich, also, nee, kann ich nicht. Meine Damen und Herren, bei den Schweinen, Gehilfe mal kurz. Bei den Schweinen, ne? Protein ist was? Raps, Sojabohnen oder sowas, ne? Ananas auf Pizza, ich bann mich selber. Besser ist. Besser ist. Rosinen und Ananas sind top. Thunderbird? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also da geht es auch jetzt gar nicht um netter Typ und so weiter. Ne? Es geht um eine Grundsatzdiskussion. Das ist ganz schwierig hier. Ganz schwierig. So, dann produzieren wir zumindest wieder ein bisschen Saatgut, was auch nicht so verkehrt ist. Toast Hawaii. Barney? Nee, ich sag da jetzt nichts zu. Nee. Nein. Das ist nur mit Schimpfwörtern verbunden, für die ich gebannt werden könnte. Nein, das machen wir nicht. Nein. Nutella-Brot mit Banane. Nutella-Brot mit Banane. Meine Damen und Herren, ihr habt euch selber vertan. Ihr habt euch selber vertan. Ich mache ja viel mit, ne? Aber... Nee. Mm-mm. Das kann ich nicht unterstützen. Das ist ja wild. Also, nee. Proteine sind Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen. Hans, du hast die Chat-Ehre wieder hergestellt. Danke dir. Dim. Fischstäbchen mit Vanille. Ich lese nichts mehr. Nein, ich lese nichts mehr. Schwierig heute. Ganz schwierig. Aber ey, jeder das, was ihm schmeckt, ne? Gefällt, hätte ich fast gesagt, aber jeder das, was ihm schmeckt. Ich muss ja nicht alles mögen, was ihr mögt. Ist ja kein Problem. Meine Zweijährige mag Marmelade mit Leberwurst. Gut. Kleinkinder und Schwangere sind ausgenommen. Ja? Das ist ja was ganz anderes. Die Kinder müssen sich probieren, weißt du? Und die Schwangeren, die haben... Ja, die sind sowieso außen vor. Johann. Guten Abend, grüß dich. Leberwurst mit Senf. Also bei Leberwurst sehe ich mich ja eher mit frischen Zwiebeln, Salz, Pfeffer. Sag ich dir, wie es ist, ne? Ich mag Nusskuchen mit Salami. Yogi, raus! Mein Gott. Genau wie die Leute, die Maggi auf Salami-Brötchen machen. Oder auch die Maggi ins Ei machen. Ah, ich kann das nicht mehr. Also ich kann das nicht mehr. Sag's ja, wie es ist, ne?
Zwiebelmet gehe ich mit. Zwiebelmet gehe ich mit. Magie mit Ei ist doch ein Muss. Oh, mir wird übel, ne? Mir wird ein bisschen schlecht, muss ich sagen. So ein bisschen? Uah. Naja, gut, machst du nichts. So, wir machen natürlich nicht voll hier den Raps, sondern wir machen... wie viel kann ich ihn da reinmachen, ohne dass es kritisch wird? Gar nichts, wenn ich über den Trigger weggefahren bin. Lass uns mal gucken hier. Ja, wir können es so ein bisschen auffüllen, aber... ja. Würde ich schon gut sein lassen, tatsächlich. Meine Freundin ist immer Maggi mit zum Ei. Bin ich auch immer abartig. Ja, ich... also mit Ei ist sowieso immer schwierig, ne? Mit Ei ist immer schwierig. Ich schaffe auch kein Ei ohne irgendwie Salz bei, ne? Schaffe ich nicht. Kann ich machen, was ich will? Es funktioniert einfach nicht. Die Sachen, die bringst du nicht weg. So, den Raps haben wir keine Verwendung. Dann machen wir den hier weg. 5 Werbung hintereinander. Omo, sehr gut. Danke, dass du den Laden hier am Laufen hältst mit deiner Werbung-Konsumierung. So, was können wir noch hier? Was ist noch rot? Haben wir, glaube ich, nichts, ne? Dinkelroggen, Tritikale. Müssen wir gucken, was wir noch haben. Dinkelroggen, Tritikale. Dinkelroggen, Tritikale. Dinkel haben wir. Dinkel. Bestes. Dinkelbeste. Machen noch ein bisschen Dinkel rein. Dann läuft zumindest die Produktion wieder. Was ich sehr gut finde. Raps nicht. Nee, hier war auch Zuckerrübenschüssel drin, ne? Krass. Gib mir den Dinkel. Roggen ist auch noch drin. Krass. Flüssiges Ei mit Brot. Soll ich euch mal einen Tipp geben? Gebt mal auf YouTube ein Brot mit Ei. Gebt das mal auf YouTube ein Brot mit Ei. Absolut geiler Typ. Da kommt ein YouTube-Kanal. Der ist Koch, by the way. Richtig cooler Typ. Gib mir viele Rezepte ab von dem Typen. Einfach mal bei YouTube eingeben, Brot mit Ei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kennst du Strava Max? Ich schon mal gehört, aber ich hab's mir nicht gemerkt. Geht bei dir Mist und Gülle von selbst in Düngerproduktion? Bei mir geht es nicht rüber, obwohl ich es nebenan dran ist. Bei mir hat das mal funktioniert, aber irgendwie... jetzt auch nicht mehr, ne? Aber es hat mal funktioniert, ja. So, was ist hier noch? Körnermais. Sorghumhirse oder Hopfen. Haben wir, glaube ich, alles nicht. Vielleicht, dass wir noch ein bisschen... ja, mal gucken. Ey, aber Dobby macht sich gut am Hof, oder nicht? Von der Beschleunigung her ist er wie ein großer. So, Tritikale. Hopfen habe ich nicht. Was war noch? Ah, was habe ich jetzt vorgelesen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Sorghumhirse, Hopfen, Mais. Mais habe ich nicht. Sorghumhirse habe ich auch nicht. Okay, dann müssen wir... Dann haben wir es nicht. Düngermission ist fertig. Sehr schön. Wo ist er denn, der Kollege? Hier oben? So. Habe ich noch eine übrig? Düngen, Feld Nummer 11. Das machen wir weg. Passt. Tritikale habe ich noch. Das stimmt, aber Tritikale bringt mir so nichts. Weil Tritikale steht hier drin, glaube ich. Und hier haben wir aber schon Dinkel drin. Also für die dritte Stufe würde ich Mais, Körnermais, Hopfen oder Sorghumhirse brauchen. Habe ich alles drei nicht, leider. So, was haben wir noch nicht? Das läuft. Wie sieht es denn eigentlich beim Labor aus? Hat das geklappt mit dem Ablan? LKW steht hier. Produktion läuft, wie ich sehe.
Ah, ist gut. Ja, das mit der Kurve läuft hier noch nicht so, aber gut. Machst du nix, ne? So, dann kann er wieder am Hof, ne? Ne, weißt du, wo wir ihn hinschicken? Wir schicken ihn zum Kuhstall. Milch abholen. So ist nämlich richtig. So, dann müsste das auch wieder klappen im Labor. Labor läuft. Ja, das läuft. Ich muss immer wieder reingucken, weil ich nicht genau weiß, ob es noch irgendwo Sachen gibt, die ich einfach übersehen habe, ne? Das klappt sehr gut. Können wir uns merken, das läuft wie geschnitten Brot? Was ist bei dir passiert? Bist du zu weit gefahren oder was ist passiert? Du kannst sagen, du kannst ja nicht schon fertig sein. Also bei allem, was mir lieb und recht ist, aber du kannst nicht fertig sein. Der Deutz kann wahrscheinlich wenden, stimmt, da können wir auch gleich gucken gehen. So, und das sehen wir auch, das läuft. Achso, du stehst natürlich jetzt im Stau, ne? Logisch, den muss ich nochmal kurz befreien hier. Ach, drei Runden, mein Fehler. Dankeschön, das habe ich jetzt übersehen. Ich hatte nur drei Runden eingestellt, ne? War noch eine alte Funktion, die ich gespeichert hatte. Richtig, habt ihr recht. So, er hier kann auch weiterfahren, ne? So, welchen Aufsatz sollen wir uns als erstes für den Holmer kaufen? Ich würde sagen, der Gülleschlitzer. Der muss es sein. Der Gülleschlitzer wäre geil. Tommy, guten Abend, grüß dich. Jo. Ich würde sagen, du kannst fahren. Alles tipptopp, Tommy. Dankeschön. Ich hoffe, bei dir auch. So, wie viel können wir machen, ohne dass es kritisch wird? Zwei Vorgewände? Ich würde sagen, zwei. Sicher bin ich mir nicht. Wird das Geld von der BGA schön nicht ausgezahlt? Nein, wird es nicht. IBM's 1 Sander. Wird es nicht. Die Spekulation war da, aber es ist widerlegt worden. Wird es nicht. Ich sehe den Holmer auch als Überladefahrzeug für Rüben bei der... Sehe ich auch. Hey, warte mal, lass uns mal gucken. Ob, haben wir nicht noch eine Rübenmission? Würde ich voll fühlen, ne? Sattel am Rand. Sattelschlepp am Rand. Überladewagen mit dem Holmer. Und der Roper auf dem Feld. Würde ich sowas von fühlen, ne? Bis du das wieder eingestellt hast, bin ich ein alter Mann. Sonnenblumen, Dinkel, Zuckerrüben. Ja, es muss ein großes Feld sein. Ich glaube, wir werden eh so ein bisschen spulen demnächst. Also wir werden nicht mehr lange machen diesen Tag hier. Mir geht es nur darum, dass eben die wichtigen Sachen versorgt sind. Wie die Produktion. Und dann können wir wirklich gerne spulen. Ich habe da keinen Schmerz mit. Hier muss auch noch genug drin sein. Bei den Kühen sieht es auch richtig gut aus. Da gibt es nichts. Die Kühe machen wir nochmal rüber zum Molkerei. Ja? Und dann schauen wir. Ich würde sagen, wenn wir die Dinge jetzt abgelegt haben, die Milch verteilt haben, können wir spulen. Spricht was gegen, meine Freunde? Sagt mal Bescheid. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können da auf alle Fälle morgen spulen. So, dann gehen wir auf die Molkerei, Milch abladen. Wie gesagt, er hier muss noch da sein, sonst läuft das aus bei der Molkerei. Das macht keinen Sinn. Aber ansonsten, wie voll ist denn die BGA schon? Schauen wir gleich rein. Schauen wir gleich rein. Das stimmt, Mika, du hast recht. Seitdem ich die Werkstatt von Achim habe, brauche ich keinen Servicewagen mehr. Also er bleibt trotzdem da. Versteht mich jetzt nicht falsch erstmal. Aber, du hast recht. Gar nicht so wichtig momentan, ne? So, die BGA ist wie folgt voll.
Silage 700.000 Liter. Fülle voll. Zugriffschüssel hat funktioniert. Das Einzige, was fehlt, ist Mist. Den Mist werde ich jetzt nochmal hinpacken. Den wollte ich eigentlich schon fertig haben, ne? Ey, wir können auch ihn hier als Überladefahrzeug nehmen, ne? Was kann der denn alles? Nur, dass wir darüber gesprochen haben. Der ist kein normaler Kipper bei, ne? Bisschen schade. So ein normaler Kipper für den Holmer wäre schon geil irgendwie, ne? Gut, meine Damen und Herren, wir machen morgen weiter. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Sehen uns gerne morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der NF Marsch. Bis dann, mach's gut. Tschüssi, bye bye.